Es geht um eine relativ simple Fragestellung, nämlich die, ob die Vermietung von sogenannten Bootsanlegeplätzen steuerfrei oder steuerpflichtig sein soll. Der Sachverhalt spiegelt wieder eine Leistung, die ein Segel- und Surfverein, ein Verein zur Förderung des Segel- und Wassersports, mit der Vermietung von Bootsanlegeplätzen erbracht hat. Er hatte ca. 300 Bootsanlegeplätze, davon haben 50% den Mitgliedern zur Verfügung und die anderen 50% wurden entgeltlich an Gäste vermietet. Und die spannende Frage war jetzt, ob die Vermietung, die entgeltliche Vermietung der Bootsanlegeplätze an Gäste steuerpflichtig oder steuerfrei sein konnte. Es geht um die deutsche Norm des § 12 Absatz 2 Nummer 11 USCG und im Verbund damit um den Artikel 98 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang 3 Nummer 12 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Dazu ganz kurz zur Systematik, um zu verstehen, worum sich die gesamte rechtliche Auseinandersetzung dreht. Grundsätzlich, meine Damen und Herren, ist die Vermietung von Grundstücken steuerfrei. Das ergibt sich aus 4 Nummer 12 Buchstabe A USDG beziehungsweise aus Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe L Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Von diesem Grundsatz gibt es dann eine wichtige Ausnahme, nämlich den Ausschluss der Befreiung. Einmal, wenn Campingplätze kurzfristig vermietet werden oder aber wenn Plätze für das Abstellen von Fahrzeugen vermietet werden. Rechtsgrundlage hierfür ist im nationalen Recht der 4 Nummer 12 Satz 2 USDG, im Unionsrecht der Artikel 135 Absatz 1 und die Buchstaben A und B. Selbst wenn aber meine Leistung steuerpflichtig sein sollte, wegen der Ausnahme, die ich gerade dargestellt habe, kommt eventuell ein ermäßigter Steuersatz zur Anwendung. Wir haben im § 12 Absatz 2 Nummer 11, also im nationalen Recht, eine Anweisung, dass sich der Steuersatz auf 7% ermäßigt, wenn es um die kurzfristige Vermietung von Campingflächen geht, während das Unionsrecht im Artikel 98.2 Anhang 3 Nummer 12 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie den ermäßigten Steuersatz für die Vermietung von Campingplätzen und Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen vorsieht. So, was hat jetzt das erstinstanzliche Gericht, hier das FG Düsseldorf, festgestellt? Das FG Düsseldorf ist der Auffassung, ein Boot ist ein Beförderungsmittel. Wenn das Boot ein Beförderungsmittel ist, dann muss der Bootsliegeplatz ein Platz zum Abstellen von Fahrzeugen sein. Wenn es aber ein Platz zum Abstellen von Fahrzeugen ist, dann kann es erstens die Vermietung nicht steuerfrei sein und zum Zweiten kann es auch keine Steuersatzermäßigung geben, weil Campingplätze keine Bootsanlegeplätze sind. Der Bundesfinanzhof, meine Damen und Herren, hat dies aber ein ganz klein wenig anders gesehen. Er hat den Grundsatz der Neutralität entdeckt und hat gesagt, naja, vielleicht bedarf es aber hier aus Gründen der Gleichbehandlung, dass ich den Bootsanliegeplatz mit einem Campingplatz gleichstelle. Er hat dabei auf die funktionale und wirtschaftliche Identität der Leistungen abgestellt und für die Campingplätze den Begriff des Wohnmobilhafens geprägt. Und der Wohnmobilhafen soll deckungsgleich sein mit einem Bootshafen. Und daraus möchte der BfH gerne auch den ermäßigten Steuersatz ableiten. Er hat den EuGH gefragt, wie der EuGH das Ganze sieht. Und die Entscheidung des EuGH, meine Damen und Herren, liest sich relativ simpel. Er schaut zunächst einmal in den Wortlaut von Anhang 3 Nummer 12 des Unionsrechts rein. Dort ist von Bootsliegeplätzen keine Rede, sondern nur von Campingplätzen und von Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen. Dann hat er sich gefragt, ob eventuell den Begriff der Beherbergung, denn für die Beherbergung gibt es die Steuersatzermäßigung, diesen Begriff eventuell auch der Bootsanliegeplatz immanent sei. Und da hat er gesagt, also das ist für ihn nicht der Fall, weil nämlich das Ziel der Begünstigung sei, die Beherbergung als grundlegendes Bedürfnis eines jeden abzudecken, der unterwegs ist. Und Boote dienten ebenso der EuGH nicht hauptsächlich als Beherbergungsort. Es gäbe keine soziale Rechtfertigung für eine solche Begünstigung. Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität hat er dann konsequenterweise auch abgelehnt, indem er schlicht und ergreifend festgestellt haben, Bootsliegeplatz ist was anderes als Campingplatz, es gibt keine Vergleichbarkeit und damit auch kein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz. Konsequenz, die Vermietung von Bootsanliegeplätzen, meine Damen und Herren, ist steuerbar und steuerpflichtig mit 19%.